Heute ist es wieder richtig kalt draußen. Deshalb hatte ich wieder Bock auf Instant-Nudeln. Aber diesmal wollte ich unbedingt irgendwas Scharfes. An die Dinger traue ich mich noch nicht ran. Es kommt dann irgendwann. Ach, das wird, glaube ich. Ich habe schon wieder die. Hiervon habe ich 6 Stück, aber die sind so beschissen, weil die so dünnwandig sind. Dann kann man die gar nicht anfassen. Und ich weiß jetzt schon, dass die großen hier nicht reinpassen werden. Irgendwie. Normalerweise ist es so, diese kleinen, das sind meistens diese ganz stinknormalen Instant-Dinger halt, ne? Zum heißes Wasser draufschütten, ziehen lassen, fertig. Aber bei vielen ist es eigentlich eher gedacht, dass man die halt richtig halt in kochendem Wasser für 4 Minuten durchkocht. Bop, ja. Aber es geht auch ohne. Ist, glaube ich, nicht so gut, aber scheiß drauf. Gott, ist das kalt. Ich habe irgendwie festgestellt, dass ich mir immer irgendwie die schlechtesten Sorten raussuche. Weil ich glaube, ich irgendwie so im Hinterkopf habe, irgendwie, ja, okay, das Beste zum Schluss. Ich habe jetzt 4 volle Kisten habe ich mit dem ganzen Scheiß voll. Aber ich habe mir jetzt ein paar rausgesucht, wo ich irgendwie richtig Bock hatte. Partei von Mama. Pho. Okay, sind Reisnudeln, glaube ich. Instant Reisnudeln mit Parteigeschmack. Hiervon von den großen habe ich auch eine komplette volle Kiste voll. Ich bin selbst überfordert mit der Auswahl. Ich habe jetzt hier nur schnell geguckt. Instant-Nudeln mit scharfem Chili-Geschmack. Okay. Pancit, Pankit, Kanton. Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich weiß, dass man die eigentlich kochen soll. Ich hasse es, Nudeln durchzubrechen. Es regt mich auch immer so auf, wenn Leute Spaghetti durchbrechen. Das macht man nicht. Ist aber.
Ja, okay, geil. Aber ist doch blöd, wenn ich die jetzt irgendwie, keine Ahnung, Kamera in der Küche aufbauen, ist doch auch beschissen irgendwie. Oder ich kaufe mir so eine kleine 40 € Herdplatte hier so für, ne? Diese, ne? Kennt ihr doch. Zu wenig Alkohol getrunken. Ich gebe das einfach mal alles dazu. Weil manchmal streut man das ja auf die fertigen drauf. Nummer 1. Ja, da merkt man Qualität, wenn mehr als ein Päckchen dabei ist. Das ist aber ölig. Hatte ich nicht letztes Mal gesagt, ah, fuck, ich habe die Schere vergessen? Irgendwas schmiert hier aus. Okay, normalerweise hätte ich gesagt, okay, Haltbarkeitsdatum, scheißegal, weil es ja nur Chemie, Pulver, alles, ne? Kann nichts schlecht werden. Aber wenn hier schon, ne? Wenn da Luft dran kommt, wie mache ich denn das jetzt? Soll ich professionell sein und jetzt eine Schere holen? Oh, da. Okay. Bei manchen Instant-Nudeln muss man wirklich das Wasser vorher abgießen. Die werden halt sozusagen trocken gegessen, nicht als Suppe. Und da hätte ich jetzt überlegt, ob man das dann halt später erst drauf macht. Aber hier war es. Warum glänzen deine Hände so? Gut, Sekunde. Gut. Das ist ja geil, sowas hatte ich noch nie.
Wieso machen sie hier nicht das Gezackte? Nee. Ich strecke meine Videos. Seine Ordnung haben. Vergessen. Das gute Fett. Gut. Dann bis... Ich stehe eigentlich nur kurz auf, Sekunde. Sugoi. Ah. Ach, ich habe leider nur zwei. Und das war auch nicht so gut. Gut. Jetzt sitzen wir hier ein paar Minuten. Ach, vielleicht hätte ich umrühren sollen. Ah, die sehen lecker aus. Vielleicht hätte ich wirklich umrühren sollen. Fuck. Ja, ich hätte umrühren sollen. Und ich hätte sie besser kochen sollen. Kann es jetzt schon kaum anfassen, das wird schwierig. Vielleicht muss ich mir neues YouTube-Equipment kaufen. Verdammt. Hast du aufzuschlagen? Gut. Die beiden waren scharf. So rein vom Gefühl her sollten die schärfer sein als die. Also mache ich erstmal denn, ne? Ist, glaube ich, besser. Fuck, 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 fuck. Fuck. Ja, ist jetzt ein bisschen kompliziert.
Sekunde, ich muss noch mal. Das war auch ein bisschen scharf. Das ist ein ganz komischer Geschmack, den ich nicht kenne. Keine Ahnung, ich kann es ehrlich gesagt überhaupt nicht erklären. Das ist wirklich irgendein Geschmack, den ich kann es auch nicht in irgendeine Richtung schieben. Habe ich wirklich noch nie probiert. Die Brühe meine ich jetzt. Reisnudeln sind geil. Ich würde nicht sagen, dass sie besser sind, aber halt komplett irgendwie anders. So halt so abwechslungsmäßig Dings da. Aber das verwirrt mich echt, was das für ein Geschmack ist. Nee, ich finde da keine Worte für echt jetzt. Keine Ahnung. Also. Naja, was Zitrusartiges konnte ich nicht ausschmecken. Fischig war es auch nicht irgendwie, aber keine Ahnung. Stir-fried. Heißt das einfach nur gebraten oder frittiert? Weiß ich gerade nicht. Nee, deep-fried heißt frittiert, oder? Und stir-fried gebraten. Ich weiß es nicht mehr. Und das war Lucky Me. Da habe ich gesehen in YouTube-Videos aus Korea, da ist das hier sogar an den U-Bahnen, an den Zügen und Straßenbahnen halt Werbung geschaltet. Aber irgendwie war mir auch so dieses Mama, Lucky Me und jetzt komme ich nicht, Yum Yum, das ist alles dieselbe Firma ist. Oder derselbe Großkonzern, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Warum habe ich jetzt dieses Stückchen Fett, das da war, gegessen? Bin ich blöd? Okay. Ich wollte gerade sagen, leicht scharf, aber kommt nach. Das war gerade ein komischer Geschmack. Ist schon wieder was Undefinierbares. Das hat so einen leichten Bratensoßengeschmack. Aber irgendwie nur anders als das letzte Ding, wisst ihr noch? Ja, das ist schwierig zu erklären. Also es ist sehr bratensoßenlastig. Deshalb, wenn es eher in diese fruchtige Richtung geht, finde ich es besser. Aber ich kann es nicht erklären, wonach das schmeckt.
Die Nudeln sind irgendwie, glaube ich, anders. Aber vielleicht ist das auch Quatsch und die benutzen alle dieselben Nudeln. Die kommen mir ein bisschen schwach gesalzen vor, aber. Knoblauch hatte ich gerade in der Nase. Aber da stand auch nichts, ne? Von wegen Geschmacksrichtung. Oder könnt ihr mir mal... ne? In die Kommentare schreiben. Okay, für den Export gemacht. Das finde ich immer schade. Dieselbe Scheiße macht Beck's mit den Amerikanern. Und das hat, ich habe die Beck's Doku gesehen und der Typ von Beck's hat das auch so gesagt, sonst würde ich das nicht behaupten. Der hat gesagt, die nehmen normales Beck's Bier und schütten da Wasser rein. Weil die Amerikaner gerne, ne, kennt ihr ja. Ich finde sowas ist eine Sauerei irgendwie. Dass so halt die Geschmäcker den Ländern anpasst. Nudeln sehen richtig geil aus. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Zwei-Portionen-Ding. Keine Ahnung. Ist vielleicht Surimi. Schmeckt ein bisschen fischig. Sekunde. Ich glaube, das ist keine normale Schärfe, dass irgendwie, wenn du eine Zeit lang nichts Scharfes gegessen hast und dann du wirst so überrascht irgendwie und irgendwie, keine Ahnung. So als ob man sich verschluckt, bloß anders. Schmeckt am besten von den dreien. Hat sowas richtig Fruchtiges, so halt eher. Die beiden sind so sehr künstlich, halt wirklich so bratensoßenmäßig. Das schmeckt eher so, wenn man versuchen will, in halt, ne, so selbstgemacht zu denken. So. Eher in die Richtung. Okay, mein Magen wird warm. Die Nudeln sind geil. Ich weiß nicht, ob die mir besser schmecken als die Nissin. Auf jeden Fall besser als diese Yum-Yum-Nudeln. Die sind irgendwie anders. Das sind fast schon ein bisschen zu durch, nicht mehr al dente. Aber ich sitze hier ja auch schon länger als 4 Minuten. Ich bin ein bisschen von der Schärfe enttäuscht, weil eigentlich bin ich eher so ein Weichei, was Schärfe angeht. Deshalb hätte ich jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass es mich richtig umhaut. Ist leicht scharf.
Also es ist scharf, hört man ja, ne? Aber nicht so übertrieben, wie ich es erhofft hatte. Aber es ist trotzdem geil. Das ist eine echt gute. Schmeckt nicht so künstlich wie die anderen. Auf jeden Fall richtig gut. Das muss doch noch schärfer. Gut. Doch, die sind geil. Von Paldo. Da. Ja, warte. Sekunde. Gut, ich glaube, es geht wieder. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal.